Hallo Leute, hier ist der Jens von den Tabletop Generals. Und ja, heute gibt es wieder ein weiteres Unboxing Review, je nachdem, wie ihr das sehen wollt. Und zwar sind das diesmal die Dark Age Iren von Wargames Atlantic. Ja, da sind 32 mehrteilige Plastikfiguren in dieser Box. Ja, die man eben für Saga oder Hail Caesar oder was auch immer benutzen kann. Geht bestimmt auch für Infamy. Ja, zumindest zum Teil. Oder für ein Fantasy-Setting. Wie auch immer. Ja, dann machen wir doch gleich mal diese Box auf. Ist schon ein bisschen voller als die Box von den Spinnen, wenn ihr das Video gesehen habt. Okay. Wir bekommen hier also 5 Gussrahmen. Ja, eins, zwei, drei, vier, fünf. So, was haben wir denn jetzt drauf? Ich kann erkennen zwei Hunde, ein paar kleine Schilder, Arme mit Speeren. Dann haben wir zwei, vier, sechs. Kommt das hin? 6 mal 5 sind 30. Sollte 32 drin sein. Ja, gleich nochmal gucken, ob die Gussrahmen alle identisch sind. Aber sollte eigentlich. Egal. Auf alle Fälle sind 6 Menschen praktisch in diesem Gussrahmen mit ein paar Umhängen. Man hat die Option auf Axt, Schwert, Schleuder, so eine Art Knüppelkeule. Wurfspeere, hier ist so ein kleines Schild, so ein Buckler mit Javelins, also mit diesen Wurfspeeren. Wir haben zwei Umhänge und dann haben wir eben jede Menge von diesen Hunden. Von denen müssten wir ja dann folgedessen 5 mal 2, 10 Stück haben. Das ist jede Menge. Und dann haben wir natürlich auch noch ein paar große Schilder. Dann haben wir hier oben haben wir jede Menge Köpfe ohne Kopfbedeckung, zum Teil mit ganz wilder Haarpracht, aber die gefallen mir sehr gut. Dann ist hier noch so ein Tierschädel. Nur von den Armen, einige sind hier wie der hier zum Beispiel, nackter Oberarm. Ja. Und dann natürlich von den Klamotten her, ja. Praktisch alle barfuß unterwegs. Scheint also gerade nicht kalt zu sein bei denen. Ja, aber es sieht sehr gut aus. Man hat ganz, ganz viele Möglichkeiten, die zusammenzubauen. Und ja, die Rückseite der Schilde ist gestaltet. Das mag ich immer sehr, wenn die da was haben, anstatt einfach nur flach. Ja, und doch, das sieht schon alles sehr, sehr vielversprechend aus. So, jetzt wollt ihr bestimmt genauso wie ich wissen, wie es sich mit der Größe dieser Figuren im Vergleich zu denen von Warlord Games oder von Victrix verhält. Und das werde ich doch gleich mal für euch machen. Ja, hier sind mal 4 Miniaturen aufgereiht. Wir haben hier den Balearic Slinger von Victrix. Und ist hier ein Kelte oder Gallier von Warlord Games. Das ist der irische Kämpfer von Wargames Atlantic. Und hier ist einer aus diesem Warlord Games Resin. Ist, glaube ich, auch ein Gallier. Ja, und ich denke, da kann man nichts gegen sagen, wenn die so zusammen dastehen. Dann haben wir, die Höhe passt.
Und selbst wenn sie nicht ganz passen würde, Leute sind halt nun mal unterschiedlich groß, passt da absolut perfekt rein. Wer also ja, ein paar Iren braucht, sei es nun für Saga oder wer sonst ein paar Figuren braucht für ein Spiel, was praktisch in Dark Age stattfinden soll oder vielleicht auch noch eben gerade so in die Antike reinpassen sollte, der kann auf alle Fälle bei Wargames Atlantic mit den Dark Age Iren, ich sag mal, wenig verkehrt machen für ein paar leicht gerüstete beziehungsweise ungerüstete Kämpfer. Ja, gehen bestimmt auch ein paar Teile von den Römern mit zum Verbauen. Und man hat dann halt immer noch die Hunde, die hier im Gussrahmen sind. Und so wie ich es jetzt gesehen habe, sind es also 30 Menschen und halt 10 Hunde, was im Endeffekt ja 40 Modelle sind. Und das finde ich ist schon ein relativ gutes Set dann. Ne? Ich kann das also ohne Bedenken empfehlen. Ja, das war's für dieses Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Checkt die Jungs von Wargames Atlantic aus und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!